herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein Sammlungsvideo. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, ihr Lieben, heute geht es um all meine Face-Painting-Geschichten und Body-Painting-Geschichten und all das, was es damit auf sich hat. Da führe ich euch jetzt durch. Und ja, wir fangen an mit einer Schublade. So, fangen wir an mit den wasseraktivierten Farben. Da habe ich auf jeden Fall eine Palette hier von. Moment, mal wieder rein, alles. Da habe ich einmal diese Palette hier, die ist von Craft Pro, heißen die, glaube ich. Ja, da habe ich einmal diese Palette. Dann habe ich einmal diese Palette von Super Beauty, diese Liner-Palette, alles Neonfarben. Ja, die habe ich auf jeden Fall. Nämlich einmal von Eulenspiegel eine UV-Palette. Ja, da seht ihr auch, dass die schon durchaus benutzt ist. Ja, die Eulenspiegelfarben mag ich sehr gerne, obwohl ich diese Paletten lieber mag als die einzelnen Farben. Ja, auf jeden Fall einmal UV. Und dann habe ich noch einmal hier eine normale Wasserpalette, normale Farben. Die ist so zweigeschossig. Ja, sie sieht schon echt mitgenommen aus. Aber sie war auch schon im Regengebrauch. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Egal, ob ihr die für Face Painting nutzen wollt, Kinderschminken, Body Painting. Diese Palette lohnt sich allemal. Und ja, bin auch sehr froh, dass ich die habe. Machen wir weiter mit einzelnen Farben. Da habe ich einige von Kryolan. Da habe ich einmal so ein Grün. Steht da eine Farbe drauf? Ja, Green. Green 37, das sind diese Aqua-Color-Dinger. Genau, da habe ich einmal die. Da habe ich einmal hier diese Farbe. Da steht nur 406. Ja, es ist halt so eine Hautfarbe. Die Kryolan-Farben sind halt sehr, sehr deckend und das mag ich total gerne an denen. Da muss man nicht so oft drüber. Dann habe ich die 079. Das ist so ein Rot. Dann habe ich ein Schwarz. Das ist die 071. Weiß, das ist die 070, da sieht man auch, welche Farben man viel braucht, weil man weiß es fast alle. Dann habe ich einmal ein Orange, das ist die 032G und dann habe ich nochmal eine UV-Farbe, UV-Pink steht da drauf. Ja. Dann habe ich nochmal ein paar einzelne von Kryolan, da habe ich einmal ein kleines Lila. Ja, UV-Violett ist auch eine UV-Farbe. Und dann habe ich nochmal Metallic Copper. Das ist diese Farbe. Ja, wie gesagt, für Body-Paintings finde ich Kryolan besser. Für Face-Paintings fast Eulenspiegel. Es kommt halt darauf an, was man damit machen möchte am Ende. Dann habe ich noch ein paar wasseraktivierte Farben und zwar sind das Split Cakes von Arty Brush. Da habe ich einmal das Rose Set. Dann habe ich nochmal von Arty Brush das Shadow Arty Brush Cake. Der ist aber nicht mehr gut, habe ich gesehen gerade, weil, seht ihr das da? Das ist mir nicht mehr ganz geheuer, deswegen kommt das weg. Guck mal den anderen. Der andere war aber noch gut. Dann habe ich einmal Cotton Candy. Damit mache ich immer irgendwelche Blüten. Das ist diese Farbe. Dann habe ich einmal die Farbe Teddy Bear. Die ist auch nicht mehr so prall. Die werde ich auch mal aussortieren. Ich muss das mal öfter benutzen. Dann habe ich von Diamond FX noch eine Farbe und zwar ist das die Farbe Monsoon. Ja, und die ist noch gut. Dann habe ich fürs Kinderschminken und so und für Glitzer-Tattoos habe ich hier Schablonen und hier auch noch mal eine für Tigerhaut, Sterne und Schneeflocken. Dann habe ich hier noch einmal von
farbstark, so eine goldene Bodypainting-Farbe. Die ist schon flüssig. Und dann für Halloween habe ich nochmal von Freedom SFX, also quasi Revolution Untermarke, habe ich einmal Ghost Stories Kit. Oh, das sind Fettfarben. Das sieht einmal so aus. Und von Revolution Pro die SFX Palette. Die sieht so aus. Ja, also die brauche ich viel für Halloween-Sachen. Kommen wir zur nächsten Schublade. So, dann habe ich einmal so ein Glitter-Tattoo-Set. Da sind halt ne, Schablonen drin und da sind die Glitzerfarben und der Kleber und so. Das habe ich halt einmal. Und dann habe ich einmal hier Klebeunterhosen für Bodypaintings. Ja. Genau, einmal das. Dann habe ich einmal Fixing Spray für den Körper von Kryolan für Bodypaintings zum Fixieren, ist aber auch fast leer. Kommen wir zu meiner Halloween-Schublade. So, da habe ich einmal Haarfarben, also so getönte Haarsprays. Da habe ich einmal hier ein Silber. Dann habe ich hier ein Blau von Eulenspiegel. Das hier war irgendwas No Name. Von Eulenspiegel habe ich auch nochmal Pink. Da habe ich von Kryolan einmal Weiß und von Kryolan einmal Grün. Ja, all die färben auf jeden Fall auch richtig schön ein. Da habe ich hier in meiner Dose Kontaktlinsen drin. Da habe ich einmal hier schwarze. Dann habe ich einmal, ja, das ist die andere. Die sind halt schwarz. Dann habe ich einmal hier Cat's Eye. Einmal hier rot. Und einmal so ein ganz helles Blau. So, dann habe ich hier nochmal so Wunden, die man einfach nur aufkleben kann. Und wenn es dann mal etwas leichter gehen soll, dann habe ich einmal einen weißen Concealer von Revolution. Eine weiße Base, auch von Revolution. Dann habe ich hier einmal Blutspray von Geoffrey King. Dann habe ich hier einmal Wundschau von Mask World. Dann habe ich hier Mastix Löser, also Kleberlöser. Dann habe ich hier einmal, wie heißt das? Wachs von Eulenspiegel. Zweimal Blut von Revolution. Einmal Gelatine von Maron. Dann habe ich hier von Kryolan so ein Narbenfluid. Ja, das lässt halt die Haut so. Es zieht halt die Haut so zusammen, dass es aussieht, als hätte man eine Narbe. Habe ich hier einmal Latex. Und einmal Mastix, also Hautkleber. So, kommen wir einmal zur Applikationsschublade. Da habe ich einige Face Jewels von Essence. Ich zeige sie euch mal im Schnelldurchlauf. Das hier ist, glaube ich, nicht von Essence, sondern von Primer. Aber die anderen sind auf jeden Fall von Essence. Dann habe ich hier in der Dose ganz viele Pailletten so zum Aufkleben. Die habe ich auch noch mal in anderen Farben hier. Dann habe ich hier einmal Kunstschnee und so kleine Glitzersteine. Dann habe ich hier einmal noch mal Glitzersteine. Ich glaube von Teddy. Dann hier Body Tattoos. Nochmal Steine, auch von Teddy. Nochmal Steine in Grün. Nochmal, ich glaube von Amazon habe ich die. Ja, hier ganz viele Glitzersteine. Einige habe ich von Action, einige habe ich von Teddy. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die alle her habe. Und einige von Amazon. Dann habe ich hier einige auffällige Lashes. Da habe ich einmal sehr, sehr lange Lashes. Dann habe ich hier einmal so ein Federzeug.
Nochmal so ein Federzeugs. Einmal Leo. Und nochmal so ein Federzeugs von Crayola. Habe ich hier jede Menge Glitzer. Hier Face Glitzer. Von Eulenspiegel habe ich Glitzer. Von NYX habe ich Glitzer. Von Essence habe ich Glitzer. Also einige von diesen Glitzer-Sachen. Und dann habe ich auch noch solche oberen Sachen zum Aufkleben. So Herzchen und so. Und hier so kleine Sterne. Das habe ich halt irgendwie so aus dem Euroshop und so. Und hier von Essence habe ich halt auch verschiedene Sachen. Hier sind zum Beispiel Sterne. Da ist groberes Glitzer. Hier sind Blitze, glaube ich. Also ja, alles Mögliche. Habe ich halt hier. Da zeige ich euch jetzt nicht jedes einzelne, sonst sind wir morgen noch hier. So, und die letzte Schublade hat eigentlich mehr was mit den Tools zu tun. Da habe ich so Mullbinden und Verbandsmaterial und Watte. Das braucht man eigentlich immer. Dann habe ich hier meine Pinsel und Tools, die ich dafür benutze. Dann habe ich hier eine Netzstrumpfhose für Effekte auf der Haut und so Schwämme, die ich halt benutze. Dann Wasserflaschen, Vaseline und dann habe ich hier nochmal dieses Dreier-Set, ist Camouflage-Set mit den Fixing-Spray und das ist zum Tattoos abdecken. Ja, und das war meine Face-Painting. Geschichten. Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Reicht ja auch. Ja, ihr Lieben, das waren meine Face-Painting-Sachen. Habt ihr auch sowas? Macht ihr auch mal sowas? Oder schminkt ihr euch nur normal? Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Erfahrungswerte damit habt, dann schreibt mir auch gerne, welche Marke ihr bevorzugt bei Face-Painting-Farben. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne hier auf YouTube und auf Instagram, damit ihr keine weiteren Sachen mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich würde sagen, in diesem Video könnt ihr auch etwas gewinnen. Und ich werde euch hier diese Pinkbox packen. Und da tun wir rein. Als erstes tue ich euch diese Lidschattenpalette dort rein. Dann werde ich euch hier ein Shampoo von Douglas Hair reintun. Einmal so ein Eyeshadow, Liquid Eyeshadow, ein Gutschein von HelloFresh. Dann tue ich euch auch noch einen Puffelschwamm hier rein, ein Duschgel von Action, ein Duschgel von Axe und ein Nagellack von Manhattan. Dieses Päckchen könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir gern einen Kommentar, wo mit drin steht, dass ihr gerne daran teilnehmen wollt. Und ja, genau. Seid auf jeden Fall Abonnent auch noch meines Kanals und das Ganze öffentlich, weil sonst kann ich das nicht sehen. Und dann lose ich in 2 Wochen aus und den Gewinner pinne ich dann hier an. Ja, das war es jetzt wirklich. Auf Wiedersehen. Tschüss.